Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zur endlich ersten Ausgabe unseres Let's Plays von Red Dead Redemption 2. Lange schon angekündigt in anderen Ausgaben hier auf dem Kanal. Ich bin heiß Leute, wie Frittenfett, nachdem das Spiel so lange installiert hat. Auch zwei CDs ist der ganze Spaß zu haben, also das hatte ich in meiner PlayStation 4 Zeit jetzt eigentlich noch gar nicht gehabt. Leute, ich will gar nicht lange drum rumschnacken. Ich hoffe, ihr freut euch so sehr wie ich auf dieses Game und ich würde sagen, wir legen direkt los. Okay. Happy Winter Wonderland, würde ich mal sagen. So scheint es jetzt dann doch loszugehen. Ich bin so gespannt auf dieses Spiel, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Man hat natürlich schon so viele Artikel gelesen bezüglich des Detailreichtums und ja, Waffen und wie sich ja, einfach dein Charakter sich auf die Umgebung auswirkt. Und dann, wenn ich hier die Wölfe sehe, das Jagen und ach, mit dem Lager, was man angeblich ausbaut und die Moral seiner Banditenkameraden dort noch bestärken möchte. Es wird einiges auf uns zukommen. Mir ist auch durchaus bewusst, dass das ein sehr langes Let's Play wird. Aber ich habe halt einfach Bock drauf, Leute. Oh Gott, geht's jetzt los? Ich glaube, es geht los. Es lädt. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Starte endlich. Obwohl, wenn das wirklich so eine große Spielwelt ist, wovon ich mal ausgehe, also Rockstar liefert einfach immer, dann darf das auch mal laden. Okay. Amerika wurde ein Land der Gesetze. Schau an, ist das so? Aber jetzt kommen wir, nehme ich mal an. Destroyed unterstrichen. Schau an, schau an. Maser war spannend, ne? Ich bin richtig hibbelig, ey. Ich merke das richtig. Boah. War schon lange nicht mehr so voller Vorfreude wegen einem Spiel wie hier zu Red Dead Redemption 2. Der erste Teil war schon grandios. Eigentlich, wenn sie einfach nur neue Level machen und das so machen wie beim ersten Teil, da wäre ich schon happy. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he, you know. An old mining town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Okay. Für Mai ist das wirklich ein recht beschissenes Wetter, möchte ich mal sagen. Ja, dann lass uns mal einen Lagerplatz suchen. Kapitel 1. Coulter. Wer ist das? Ist das ein Ort? Ist das ein Mensch? Bring him in here! Das Intro mit der Schrift wirkt irgendwie wie ein Quentin Tarantino-Film. Also kommt mir auf jeden Fall so rüber. Was jetzt nicht heißt, dass ich das schlecht finde. Um Gottes Willen. Miss Gaskell,
Get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we're gonna ride out, and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. Okay. We ain't run into them yet. So, they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Okay. Naja. Da reiten wir schon mal, Leute. Come on, let's go. Durch den tiefen Schnee. We're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Ja, wollen wir jetzt so schnell reiten oder? Bridge coming up. Take it easy. Okay. Oh, ein kleines Tutorial muss ja auch immer mal sein, ne? Davy too. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. Mal, dass wir für unsere Leute hier schnellstmöglich was zu essen finden. Hey, I think I see something up the path. Ist das so? Was siehst du denn? Ich sehe gar nichts. You up ahead. Who's there? Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure.
Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davey was a real fighter. Both of them calendar boys is. Or was. Yeah. And Mac, Sean? We don't know. Quite a business. Ich will den hier irgendwie so nicht ins Wort fallen. I'm glad you're all right, Micah. Always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out. Was ist das für ein Licht? Der Mond? Mac and Sean are still out there somewhere too. Move up, Arthur. I'll cover the rear. Hey! Hey, sorry. I'll cover the rear. Hab ich den einfach mal gerammt. You sure about this, Micah? Mr. Morgan. I never thought I would be so pleased to see your face. Been kind of lonely out here. Where's everyone else? Old mining camp, back up the hill. Huddled around a fire, waiting for Daddy to put food on the table. Genau. Said it before, we got too many mouths to feed. Well, we got a few less now, so you should be happy. That ain't fair, Arthur. I earn my share. You think it's unreasonable to expect others to do the same? So, this house, you speak to the people there already? No. Like Dutch told us, look, but don't talk to no one. Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead. Snuff and stash those lanterns, boys. Best you two lie low on this. Okay. Oh! Okay, let's head down there. Also reiten macht jetzt schon Spaß. Oh, nicht wieder rammen. Was ist das? Gesundheit wird in der unteren linken Ecke angezeigt. Okay. Let's hitch up here. Bin ich ja mal gespannt. Verbleibende Gesundheit. Na dann binden wir's mal an, ne? Let me do the talking. We don't want to scare these folks. Der Dialekt ist so geil. Ja, Dutch, ich bin's nur. Mach dir keine Sorgen. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty-looking degenerates. Arthur, in that cattle shed on the left. Micah, get down behind that wagon in front. Okay, hier quasi. Not there. Over in the cattle shed. So. Na, dann bin ich mal gespannt. Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello? Oh, well, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the trail. Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. No, I just Arthur. There's a body in the wagon. I hear you. Just keep your eyes on Dutch. Please. I think you should go now. Ich glaube, jetzt gibt's schon das erste Mal Probleme. I ain't asking for much. Please. I am. Over there! Four of them! Sollte ich echt schon schießen?
Okay. Oh, 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 Leute. Hey. Ah, da hinten ist doch noch irgendwas. Besser ist. So, wenn ich noch ein bisschen Munition einsammeln oder sowas? Halt in der Nähe. Um sie anzuheben. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. Whiskey ist immer wichtig. Was haben wir denn hier alles? Haferplätzchen? Na, dann durchsuchen wir hier mal ein bisschen, ne? Hm. If we can't eat it or drink it, put it down. Hm. Halte gedrückt, um deine Tasche zu öffnen. Okay. Haferplätzchen und gesalzenes Rindfleisch. Ist jetzt nicht so viel, ne? Hier, ist hier was im Nachtschrank? Hab ich nie gesagt, hier wurde Party drin gefeiert. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding up here too. There's a big price on Colm O'Driscoll's. Ja, lass mich doch hier erstmal noch ein bisschen gucken. One on yours. Wanting Colm dead is about the only thing me and Uncle. Ja. Was hier alles ist. Das brauchen wir alles. So. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Da hier, guck mal, Küche, da wird doch noch ein bisschen was rumliegen hier. Wir haben ein paar hungrige Mäuler zu stopfen. Kekse. Kekse. Ich mag Kekse. Oh, hier ist doch allerhand Dosenmais. Immer her damit. Sonst hier nichts mehr? Naja, dann, Leute, bin ich jetzt auch gewillt, mal nach oben zu gehen. Aber was ist denn hier? Haben wir den Schrank schon geguckt? Also das, was übrig geblieben ist. So, gehen wir mal hier hoch. So. Wir haben noch keinen Whisky gefunden. Das geht gar nicht. Plätzchen. Munition ist immer wichtig. Okay. Haben wir hier noch was? So, kleine Schlafplätzchen? Nee. So. Gehen wir hier mal wieder runter. Wie kommt man da rüber, ne? Ja, warum soll ich das denn öffnen, ne? Was? Ist etwas. Okay, wovon haben wir viel? Haferkekse. Mahlzeit, mein Guter. You keep looking. Essen bessere Qualität, führt den Kern, füllt den Kern mehr auf. Ne? Das ergibt Sinn. Begib dich nach draußen zu Dutch, um nach vor, was du nach dem nach Vorräten gesucht hast. Ja, soll ich jetzt hier draußen noch irgendwas einsammeln? Weil drin haben wir ja jetzt eigentlich, würde ich fast mal sagen, alles abgegrast. Ich gehe nochmal hier um die Hütte rum. Ganz schön hoch der Schnee hier. Vielleicht haben sie ein bisschen Klopapier. No. No, no, no. Leute, ich glaube, das passt jetzt hier erstmal. Micah, Arthur, keep looking for stuff. Arthur, ja. Go see if there's anything in that barn. Micah, in der Scheune. Cabin, see what we oh, okay. Sure. Ab zur Scheune.
Vielleicht gibt's ja was Anständiges. Hier kein Stress, Leute. Ich wusste es. Ja, er hat angefangen. Should I kill him? No. Not yet. Find out what they're doing here and where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Where's Colm, O'Driscoll? Befragen? With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Das glaube ich dir nicht. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Erwürgen oder verschonen? Aber dann sagt er ja, dass wir hier sind. Erstmal weiter hier, ja, komm. Mach's gut. Mach mal das so. So, sonst ist hier nichts. Nimm deine Waffe. Wo war Waffenrad? Was ist hier? Anheben. Aufheben. Was ist denn da? Heb deinen Hut auf. Wo ist mein Hut? Wo verdammt nochmal ist mein Hut? Mensch, der ist doch auf der Karte angezeigt, Christian. Was stimmt denn mit dir nicht? Ja, ich wollte hier erstmal gucken. Ist hier noch irgendwie was, was für uns von Wert sein könnte? So, das Pferdchen. Beruhigen. Ganz ruhig, mein Kleiner. Ruhig. Alles gut. Vertrauen zu steigern, Werte. Das ist ja schon geil, sowas wieder, ne? Führe das Pferd zum Anbindeposten. Wir laufen auch leise, mein Guter. Siehst aber gut aus, ne? Na? Ja, fein. You need to hitch him. He's already skittish. Gut. Haben wir ein Pferd. Was ist da los? What the hell do you think you're doing? Was ist hier los? Oh, look what I found in the cellar. Wild thing ate ya. Leave her alone. I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss, miss. Are you... Ach, du Scheiße. Miss, now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss, miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on now. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Oh, yeah. Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. 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 Sadie Adler. Mrs. I... He was my husband. Du-du-du.
glaube, es verspricht ein tolles Spiel zu werden. Bis jetzt gefällt's mir. Das muss geil werden. Somebody's coming. Das sind wir, Mann. Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler, Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Lass sie doch mal ans Feuer. And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Ist schon richtig, dass man ein eigenes Zimmer kriegen möchte sein, ne? Möchte sein, Leute. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two... Oh. 2 days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He looked for me. Okay, scheint wohl doch nicht der Junge zu sein. Den wir vorhin in dem Einspieler da gesehen hatten. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Ich komme gar nicht groß zum Reden hier bis jetzt. Ich möchte natürlich auch die Dialoge hier nicht stören, die ich bis jetzt sehr gut finde, um ehrlich zu sein. Ja, das ist schon eine ziemlich kalte, verschneite Gegend. Mich hätte jetzt dann nur doch interessieren, wer John war. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Das hoffe ich auch. Seems somebody left recently, and that way. Sure. Well, come on then. There's some tracks leading to the river. Okay. Oops, that's up. Aber Leute, ich gucke auf die Uhr. Man will so eine Folge ja auch nicht endlos lang machen. Leute, ich verspreche euch, die nächste Folge wird definitiv nicht lange auf sich warten lassen. War der erste Eindruck für uns hier bei Red Dead Redemption 2. Klar, viel ist noch nicht passiert, aber bis jetzt ist es sehr vielversprechend. Und ich freue mich bereits jetzt schon darauf, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder mit am Start. Leute, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.